Herzlich willkommen zu unserem Schulungsvideo für Faktura. In diesem Video schauen wir uns an, wie Sie durch Aufgaben Ihren Ablauf für Faktura weiter optimieren und welche Arbeitsschritte Ihnen hierbei zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie an dieser Stelle auch die Videobeschreibung, denn dort finden Sie alle Inhalte zu jedem Video inklusive Sprungmarken. Sollte ein Thema für Sie nicht relevant sein, können Sie dies direkt überspringen. Wenn Sie mit Aufgaben arbeiten und zum Beispiel Rechnungsaufgaben aus anderen Bereichen Ihres Unternehmens erhalten, kann dies in dem Workflow von Faktura eingebunden werden. Innerhalb eines Adressdatensatzes in dem Faktura-Reiter unter Buchungen gibt es die Möglichkeit, Aufgaben mit einer Buchung zu verknüpfen. Nach der Erstellung oder Bearbeitung einer Buchung erhalten Sie das Eingabefeld Verknüpfte Aufgabe. Geben Sie in diesem Feld die Aufgabennummer ein, damit die Verknüpfung erstellt wird. Alternativ zu diesem Vorgehen können Sie jedoch auch aus einer Aufgabe alle nötigen Funktionen für Faktura nutzen. Erhalten Sie beispielsweise eine Aufgabe aus der Buchhaltung, öffnen Sie diese und navigieren zu Weitere Aktionen und Faktura. Beachten Sie bitte, dass für diesen Weg eine verknüpfte Adresse sowie Immobilie vorhanden sein muss, damit die Aktion Faktura erscheint. Für den Fall, dass mehrere Adressen mit dieser Aufgabe verknüpft sind, erhalten Sie ein separates Pop-up, in dem Sie nun auswählen können, für welche Adresse die Aktion durchgeführt werden soll. Je nach ausgewählter Aktion erhalten Sie unterschiedliche Pop-ups für die folgenden Aktionen. Bei der Rechnung öffnet sich ein Pop-up zur Rechnungsstellung. Wie bei der normalen Rechnungsstellung wählen Sie als erstes ein Konto aus. Alle mit diesem Konto, dieser Adresse und dieser Aufgabe verknüpften Buchungen werden aufgelistet und können über Rechnung schreiben abgerechnet werden. Weitere Positionen fügen Sie über die Aktionsleiste und Position hinzufügen hinzu. Analog zur Rechnung öffnet sich über Gutschrift die Ansicht für die Gutschriftenerstellung. Wählen Sie auch hier zuerst ein Konto aus und danach den Artikel, den Sie gutschreiben wollen. Beschreibung, Menge und Betrag können natürlich ebenfalls angepasst werden. Weitere Positionen fügen Sie auch hier über die Aktionsleiste und Position hinzufügen hinzu. Mit Einmalzahlung öffnet sich die Ansicht für die Erstellung einer Einmalzahlung. Nach der Auswahl des Kontos sowie des Artikels erhalten Sie Zugriff auf alle weiteren Felder dieser Option. Die Aufgabe ist, wie Sie bereits erkennen können, schon mit der Buchung verknüpft. Analog zur Einmalzahlung öffnet sich über Abonnement die Ansicht zur Erstellung eines Abonnements mit den zusätzlichen Eingabefeldern für den Zahlungsintervall oder den Kündigungsfristen. Die Aufgabe ist auch in diesem Fall bereits mit dem Abonnement verknüpft. Wenn Sie über diesen Weg Buchungen oder Belege erstellen, werden passende Aktivitäten in der Adresse sowie in dem Maklerbuch der Immobilie erstellt. Außerdem erhält die Aufgabe gesonderte Kommentare, damit Sie genau nachvollziehen können, welche Buchung zu welchen Datensätzen erstellt wurde. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt wissen, welcher Auftrag zu den Buchungen geführt hat, können Sie in der Buchungsliste einer Adresse oder Immobilie die verknüpfte Aufgabe innerhalb des Eintrags erneut öffnen. Und das war es auch schon mit diesem Video zu dem Thema Faktura. Weitere Themen rund um Faktura finden Sie in unserer YouTube-Playlist, welche ich Ihnen in der Videobeschreibung verlinkt habe.